Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und letztes Jahr haben wir einen 400 € Gaming-PC gebaut und nachdem Hardware seitdem wesentlich besser geworden ist, müssen wir den Computer natürlich aktualisieren. Seinerzeit war Project Valenwood der beste Gaming-PC, den man für 400 € kaufen konnte und das neue Modell soll in dessen Fußstapfen treten. Wir haben lange recherchiert, die Komponenten im Preis verglichen und ausgerechnet, wie er am günstigsten durchkommt. Deswegen haben wir auch bei unterschiedlichen Händlern bestellt, da nur so die Rechnung aufgeht. Fangen wir gleich mal bei der Hardware an. Also das Herzstück unseres Builds ist ein Intel Pentium G4560 Prozessor der aktuellsten Kaby Lake Generation, der in der Anschaffung nur 57,90 € kostet. Er bietet 2 Kerne und 4 Threads mit jeweils einem Takt von 3,5 GHz. Wir haben uns für den Prozessor entschieden, weil er auf den 1151er Sockel passt und man so später das Upgrade auf einen aktuellen Core i3 oder Core i5 Prozessor machen kann. Als Grafikkarte haben wir die bewährte Nvidia GTX 1050 Ti gewählt, weil sie wenig Strom benötigt, eine gute Performance bietet und einfach bei den meisten Games sehr zuverlässig läuft. Sie kostet uns knapp 147 €. Es gibt leider wieder nur 8 GB Arbeitsspeicher, was aber daran liegt, dass dieser momentan wirklich verdammt teuer ist. Wenn ihr Arbeitsspeicher kauft, solltet ihr euch am besten nach aktuellen Angeboten umsehen und im Zuge unserer Deals des Tages berichten wir auf WindowsArea.de auch immer wieder darüber. Bevor ihr also den Arbeitsspeicher kauft, schaut doch mal, ob ihr ein aktuelles Angebot auf unserer Seite findet. Zusammengehalten wird das ganze Teil von einem MSI Mainboard, außerdem haben wir eine 1 TB große Festplatte und betrieben wird das Ganze von einem 300 Watt Netzteil von Xilence. Unser Gehäuse ist diesmal grün und zwar heißt es CITF3, das 35 € kostet. Ihr könnt da allerdings auch gerne ein anderes nehmen, zum Beispiel dieses hier, das sogar noch etwas günstiger ist. Wir haben selbstverständlich auch ausprobiert, wie aktuelle Games auf dem PC laufen und von Project Cars über Dirt Rally bis hin zu GTA 5, Battlefield 1 und Battlefield 4 alle Spiele durchprobiert. Die folgenden Sequenzen stammen von unserem Project Valenwood V2, wurden allerdings über Steam In-Home Streaming auf einem anderen PC aufgenommen. Das Einsatzziel Albert verloren. Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Position ist ein Flammschützen-Kit verfügbar. Thank you.
Wenn Project Valenwood euren Erwartungen entspricht, könnt ihr sämtliche Komponenten unter den Links in der Beschreibung bestellen. Wir haben darauf geachtet, dass wir möglichst günstig durchkommen und daher die Ware auch bei mehreren Händlern gekauft, jedoch die Versandkosten auch einkalkuliert. In einem anderen Video zeige ich euch auch, wie ihr den PC zusammenbauen könnt, das ist wahrlich keine Hexerei und genauso könnt ihr später auch Upgrades einbauen. Viele werden sagen, dass ein 400€ PC nichts für Gaming ist. Und während ich manche Bedenken verstehe, kommen solche Aussagen meist ohnehin von den übelsten Angebern oder sogar von Konsolenspielern. Nicht jeder hat die Kohle für ein neues Setup, das mehrere tausend Euro kostet, nicht jeder will eine Spielekonsole, welche übrigens auch grafisch niemals mit unserem Project Valenwood mitkommt, und ich finde, jeder sollte sich einen soliden Gaming-PC bauen können. Für das Geld ist Project Valenwood wirklich gut geworden und mich selbst hat überrascht, was vergleichsweise günstige PC-Hardware heute alles leisten kann.